So, dann lass uns doch mal ganz kurz wieder hier gucken, gucken. Ja. Wir haben auch verdächtig wenig Teile bis jetzt gefunden. Also Teile im Sinne von wegen, dass wir uns wieder Bolzen selber machen könnten. Ich würde mir gerne so ein paar Explosivbolzen mal wieder basteln. Aber, nö. Das Spiel sagt, nein. Du darfst noch nicht. Noch bist du nicht dran. Das heißt doch jetzt hier wieder nichts Gutes. Stimmt, der Assassine. Wir hatten ja auch den... Wir sind ja auch mit dem Assassinen verbunden. In irgendeiner Art und Weise. Glaube ich. Ich weiß zwar noch nicht... How? Ja, mit dem haben wir doch, mit dem sind wir doch, wir sind doch Buddies geworden, oder nicht? Junge. Okay, oder auch nicht. What the? Hallo, Freunde. Wir sind hier, weil wir hier sind. Renne. Wechsel mal ganz kurz. Die Schotti. Munition alle? Shit. Shit. Wow! Warum kann ich mit ihm nichts machen? Ein Moment. Bitte warten Sie ganz kurz. Bitte ein Moment, ganz kurz warten. Auf diesen Revolver. Oh, okay, ich muss die Viecher töten, damit ich ihnen irgendwie Schaden zufügen kann. LOL! Ich bin leicht verwirrt. Oder auch ganz verwirrt. Was muss ich hier machen? Ich verbrenne jetzt einfach mal die Leichen, so Stück für Stück. Einfach um damit ihm vielleicht irgendwie auseinander zu klavüstern. Verfolgt er mich immer noch? Kann ich da mit ihm auf... Kann ich ihm irgendwie Granaten gegen den Kopf schmeißen? Komm her hier. Nimm die mal. So, jetzt hast du keine Dings mehr, wa? Keine Kondi mehr. Junge! Okay, warte. Wir nutzen jetzt mal ganz kurz the grenades. Wo ist er? Da hinten ist er. Snibbity snap. Hat das was gebracht? Also, dass ich für die Mädchen wegrenne? Dahin? Wo ist er? Scheint er immer noch hinter mir zu sein, irgendwo. Ich sehe ihn nur nicht mehr. Da ist er.
Okay, hat anscheinend gereicht. 3 Granaten, 3 Würfe, 3-mal... Eine billige Kopie? Eine Bild, was? Wie, was? Billige Kopie. Habe ich ihn jetzt erwischt? Bin ich jetzt nicht safe? Okay, wir haben ihn erwischt. Er hat sogar was liegen lassen. Gar nicht mal so wenig. 1000 Stück. Okay. Gut, jetzt habe ich aber auch ganz schön viel, muss man mal dazu sagen, Munition verbraiden. Mal wieder. Ich durfte nämlich kaum was haben. Ja, ist leer. Ist fast leer. Ist so gut wie leer. Ist auch fast leer. Scheiße. Ja, jetzt habe ich bald ein Problem. Freunde. Ja, okay. Jetzt habe ich definitiv gleich ein Problem. Ich würde auch gerne mal wieder so einen Zabelpunkt haben. Danke. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Ist das dreckig hier? Ja. Als ob das vorher anders aussah. Ist das sein Werk? Wie sein Werk? Okay, ich verstehe, was du meinst mit dreckig. Also dreckig im Sinne von wegen eher zerstört. Oh Gott. Wenn ich sie schon wieder sehe. Ja, also sie ist ja nun wirklich das Monstrum. Sie erschreckt mich jedes Mal. Okay, hier könnte ich wieder raus. Das wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal zur Krankenschwester. Detective? Ja? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Ja, du bist auch, glaube ich, nur eine Einbildung für mich. Ich glaube auch, dass dir nie was passieren wird. Gut, gucken wir uns erstmal kurz die aktuellen Nachrichten an. Leiche in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. What? Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an den Serienmörder von Elk River. Das heißt doch nichts Gutes. Inspector Brown vermisst Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete, vor seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Ja, dann ist der doch dann, denn der ist doch, komm, ich kann mir erzählen, was du willst hier, der ist doch dann killed worden. So, lass uns mal ganz kurz hier nach hinten gucken, ob wir noch ein paar Schlüssel einsetzen können. Haben wir noch welche? No, wir haben keine Schlüssel. Haben wir aber vielleicht noch irgendwelche Dinge offen, wie hier zum Beispiel? Ja, aber da scheint voll zu sein. Gut. Dann gucken wir nochmal kurz hier hinten. Hier gibt es nichts weiter. Kartenfragment haben wir bis jetzt 21. Uns fehlt leider noch ein ganz großer Teil. Aber ich glaube auch, dass wir einen ganz großen Teil einfach übersehen haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir so 2, 3 Dinger komplett übersehen haben. Soll uns aber erstmal nicht stören. Wir werden jetzt uns erstmal wieder aufbessern und danach speichern und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, und damit sind wir wieder back. Wir haben hier ein bisschen unsere Stats verbessert. Wir haben einmal zwischengespeichert und wir gucken uns jetzt mal an, wo wir landen. Weil gerade eben war das doch so gewesen, dass wir hier doch... Okay. Das wie hier hat sich doch gerade so viel bewegt. Also wir haben ja gesaved. Alles cool. Jetzt wird nochmal gesaved, weil wir hier einen Kontrollpunkt erreicht haben. Und mein Problem ist immer noch die Munition. Ja, wir haben zu wenig Munition, um gegen zum Beispiel die Viecher da oben... Ach du Scheiße. Komplett anzutreten. So, das war der letzte Schuss mit meiner Snipper. Ich habe
keine Munition, wa? Und hier habe ich noch ein paar Snippers. Das ist die große Frage der Fragen, die ich mir jetzt gerade stelle. Bleiben die da oben drinne? Glaube ich zwar nicht dran, aber ich vermute es jetzt einfach mal und versuche jetzt einfach mal. Da ist Dynamit, sehe ich das richtig? Scheiße. Okay. Komm, wir machen erstmal hier die Kisten soweit wie es geht platt. Sammeln hier fleißig noch ein bisschen Munition auf. Lass mich in Ruhe. Setz dich jetzt erstmal eine Runde hin und wirst verbrannt. So, wie komme ich denn jetzt da hin? Also anscheinend muss ich ja dann da irgendwie doch hoch. So eine Kacke. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen. Oh, jetzt haben wir Magnum-Munition bekommen. Oder? Ach nee, warte mal, wir haben die. Die hier haben wir gar nicht mehr geändert. Dass das auf Platz 1 ist. Ups. So, jetzt. Deswegen, wir hatten nämlich hier noch ein bisschen Schuss. Wow! Aua! Kleiner Wichser, Alter. Piss dich hier von meinem Platz, du! Wenn ich dich jetzt mal. LOL, der hat sich einfach mal Dynamit gekrallt. Munition alle. Krallt der sich einfach das Dynamit? Ich krieg einen Anfall. Okay. Okay. Die sind runtergefallen, ich habe keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Soll mich aber auch erstmal nicht, ja, ey. Hier liegt überall Dynamit. Brennt es jetzt auch? Nee, okay. Was muss ich denn jetzt machen? Damit ich da hinten hinkomme, also da hinten, wo der andere Typ gerade war. Ja, hier liegt so viel Dynamit, wa? Also ich könnte jetzt die hier versuchen, alle zu killen. Warum blinken denn ihre Augen so krass? Aber das wird mir nichts bringen. Kann ich da drüben irgendwas anschießen? Kann ich hier rüberspringen? Nope. Okay, ich habe mal wieder keinen Plan. Und davon eine Menge Munition alle. Nein! Kaboom! Jungs! Okay. Das mit dem Dynamit ist echt böse da oben, dass sie das da so hingelegt haben. So, was mache ich jetzt? Okay, den kann ich auf jeden Fall nicht in den Kopf schießen. Also anscheinend muss ich hier andauernd hin und her rennen. Das soll es für die heutige Folge erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder ganz viel Spaß bei der heutigen Folge The Evil Within. Schaltet wieder ein, wenn es die nächste Folge heißt The Evil Within, damit wir hier diesen Raum mal ganz easy peasy clearen. Dazu müssen wir ein bisschen aufmunitionieren. Ich hoffe, ihr hattet heute noch dennoch ein bisschen Spaß gehabt. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst ein Abo da.
Bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night jokes time.